Hallo Leute, herzlich willkommen. Auf dem Kanal Stando Gaming. Und heute spielen wir wieder, wie ihr sehen könnt, einen Euro Truck Simulator 2. Und ihr seht hier auch schon im Hintergrund einen etwas anderen LKW, denn ich habe mir einen Scania gekauft. Ihr seht auch, ich habe 40.000 Euro. Naja, fast 40.000. Ich würde sagen, wir fahren mit dem LKW erstmal nach Deutschland, denn ich bin aktuell noch, weil dadurch, dass Scania irgendwie in Deutschland hier nicht gibt, ne, da im Spiel, musste ich das hier in London kaufen. Ich weiß gar nicht, wo ich gerade bin. Irgendwo in Amerika. Ja, ihr seht hier auch schon, so sieht jetzt der neue LKW aus. Den alten habe ich, glaube ich, auch noch. Ich kann aber hier mal kurz gucken. LKW Manager. Genau, ich habe hier den. Könnte ich auch verkaufen, einsteigen, was weiß ich. Dann habe ich einmal den Scania S. Ich weiß gar nicht, ob ich den hier verkaufen könnte. Täglicher Profit. Alkohol. Also mit dem bin ich auch noch 0 Kilometer anscheinend gefahren. Ja. Man kann hier auch irgendwie Fahrermanager. Ja, kann hier irgendwie Garagenmanager. Ich habe mir auch die Garage ein bisschen größer gemacht, dass ich da auch mehrere LKWs praktisch reinpacken könnte. Ja, ich bin hier gerade im Vereinigten Königreich und gehe jetzt rüber Deutschland. So. Kann ich das ja auch noch mal kurz zeigen. Hier ist Scania, ne? Da habe ich das gekauft. Auflieger. Bräuchte ich eigentlich auch noch. Ne? Ja. Aber okay. Ich würde sagen, wir fahren dann erstmal los. Drücken hier auf Fahren. Beziehungsweise kurz auf Weltkarte, damit ich hier eine Linie machen kann, wo ich hin will. Nehme ich nach Hamburg zurück. Da. Zack. Da fahren wir hin. Okay, wir fahren los. Ja, biege nach rechts so. Ab. Diesmal haben wir auch keinen Zeitdruck. Ist auch geil. So. Dann fahren wir mal los. Regen. So, also kein Fahrbahn. Du musst rechts abbiegen. So. Biege nach rechts ab. Ja, ich sehe jetzt die Ampel nicht in dem Fall. So. Zack. Also das sind jetzt ungefähr 1400 Kilometer, die ich hier fahre dahin. Heck, ich hätte schon 1% Schaden. Das finde ich ein bisschen kacke, dass man im Wasser nicht so gut fahren kann, aber ist auch irgendwie realistisch. Muss ich mal fahren. So. Hatte ich können? Ah ne, kann ich nicht. Ich könnte immer mal gucken auf dem Auftragsangebot. Hamburg-Kiel. Navi-Ziel einstellen. Fertig zum Losfahren. So. Ja. Also ich werde natürlich offscreen weiterfahren. Ja, ich werde das hier nicht mehr sehen. So. Ja, also ich werde dann offscreen weiterfahren. Wahrscheinlich auch dann Hamburg und hier die Strecke einfach anders. Ach ja. Also ihr seht jetzt nur, dass ich hier wieder gegen mein LKW. Ich habe erst einen. Mann, ich hasse das im Regen zu fahren. Warum regnet es auch hier? Kann man das irgendwie einstellen? Wo bin ich denn jetzt? Warte mal. Kann auch hier. Ich hasse es. Wieso?
Gameplay. Kann man das irgendwo hier einstellen? Maus umkehren. Lokalen Anzeigen mit Vorsicht aktivieren. Mhm. Nein. 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 Armschilder aktivieren. Tasten und Knöpfe. Control einstellen. Keine Ahnung. Bin schon wieder am Arsch der Welt und weiß nicht, wo ich hin muss. Route neu berechnen. Das hasse ich halt an dem Spiel, dass man einfach nicht bremsen kann zwingend. Rutscht da bis zum weiß nicht was. Guck hier, man rutscht einfach. Immer geradeaus. Voll behindert gemacht. Kann ich nicht mal geradeaus fahren, weil man nur rutscht. Voll kacke gemacht, ey. Wenn ich hier gleich einen Schlafplatz finde, gehe ich da hin und guck, ob ich da irgendwie schlafen kann, weil da auf dem ist dann aufhört zu regnen. Ist ja scheiße. Das macht absolut null Bock. Hier, ich lenke nur leicht und der rutscht. So. Gehen wir hier mal auf den Schlafplatz. Banken muss ich nicht, deswegen fahren wir hier einfach durch. So. So. Gucken, ob es jetzt nicht mehr regnet. Natürlich regnet es noch. Einfach nochmal pinnen. Nein, nochmal pinnen. Danke, es hat aufgehört. So. Geiles Ding, ne? Muss ich ehrlich sagen. Das ist ein Scania. Ich will mir natürlich auch einen anderen irgendwie holen. So 8000 Euro habe ich jetzt bezahlt für den Kredit, weil ich habe einen neuen Kredit gemacht, damit ich hier reisen kann. Also ich hatte davor auch schon einen LKW, aber der war nicht so nice. Ja, deswegen habe ich mir dann den praktisch finanziert, indem ich den alten verkauft habe an die und für 50.000 den hier gekauft. Genau. So. Dann erstmal hier wieder nach Deutschland mit dem LKW. Zu meinem Dingens. Warum ist die Lautstärke denn so laut? Das merke ich ja jetzt erst. Ich habe ihn nicht so laut gemacht. So. So. Perfekt. Ich will mir ja auch ein neues Lenkrad holen. Und so wahrscheinlich in 3 Monaten habe ich dann auch ein neues Lenkrad und Gangschaltung und was. Das wäre dann noch geiler mit dem LKW zu fahren. Oder mit anderen Spielen. Muss ich dann mal gucken. Aber es macht jetzt schon einfach Bock mit dem Lenkrad zu fahren. Weil der macht einfach mehr Bock als mit der Tastatur um W und A, W, A, S, D zu fahren. Ja, aber dieses Lenkrad, was ich jetzt habe, ist auch nicht mehr so das Neueste. Hat auch sehr wenig gekostet, ne? Also ich hole mir einfach ein neues. 180 Euro oder 200 Euro, glaube ich. Und dann passt es. So. Achso, alles, was ich hier an meinem Equipment auch habe, das könnt ihr alles in meiner Videobeschreibung sehen. Könnt ihr dort dann auch nachkaufen. Aber generell wird die Liste bald auch nochmal aktualisiert.
ich viele Dinge gar nicht mehr habe. Und ja. Aber ja, warum driftet man mit dem so? Das ist voll kacke. Egal. Jetzt habe ich schon wieder Schaden. Man kann echt ohne Schaden kann man nicht fahren. Es sei denn, man fährt richtig normalen Geschwindigkeiten und so. Dann bleiben Sie immer geradeaus. Bin schon recht. Immer geradeaus. So. Erstmal nach Deutschland hier wieder. Rechts halten. Dann bleiben Sie immer geradeaus. So. Immer geradeaus. Immer geradeaus. Als ob ich das nicht wüsste, dass ich immer noch geradeaus fahren muss, Junge. Junge, ich hasse es, dass man da so driftet immer mit dem Ding. Ich hoffe, das ist mit dem Anhänger dann anders. Weil dann das Gewicht, glaube ich, auch verteilt. Ja, schön. Sag einfach geradeaus und nicht immer gerade. Junge. Mann! Ey, ich hab keinen Bock mehr. Dieses Fuck. Spiel, ne? Jetzt fährt er auch noch in mich rein, Junge. Du siehst doch, dass ich da gerade rausfahre. Was ist das für ein Fresse, Junge? Ich verstehe dieses Spiel nicht. Ich weiß gar nicht, wie viele Gänge das hier hat. Ich glaube, 12. So. Da steht 50, aber ich darf 8. Moment. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne liken, abonnieren und Kommentar. Schaut aus, die machen jetzt kurz auf bei. Ihr seht unten in der Videobeschreibung verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und habt einen traumhaften Tag. Haut rein, euer Sando. Ciao, ciao.